Beim Wallersee Derby standen sich die beiden Mannschaften des TSV Neumarkt und des SV Sikirchen gegenüber. Die Gastgeber in den schwarz-weißen Dressen versuchen es. Es steht in dieser Phase 1:0 für den SV Sikirchen. Also aus Sicht der Gastgeber alles andere als ein optimaler Anfang. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der Ball geht nicht in Richtung Tor von Matthew O'Connor. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Der TSV Neumarkt ist am Ball, behält den Ball auch in ihren Reihen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss und kein Problem für die Abwehr der Gäste. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass, aber der Puck geht drüber. Jetzt wieder Eckball. Pass. Gut abgewehrt von Matthew O'Connor. Mit so einem Torschuss hat ein Goalie kein Problem. Jetzt wieder der Gastgeber. Immer noch die Gastball. Und es gibt Einwurf. Spielstand 0:1. Aus Sicht des TSV Neumarkt. Jetzt wieder ein Pass. Gute Aktion. Jetzt ein neuer Ball. Wieder ein guter Aktion. Der TSV Neumarkt und Ball. Immer noch der TSV Neumarkt. Flanke. Aber auch dieses Mal geht der Ball zunächst am Tor vorbei. Vielleicht jetzt. Immer noch der TSV Ball. Und dort der Gastgeber steht einmal mehr David Schadner. Abgewehrt. Gute Aktion. War nicht so einfach, wie es vielleicht auf diesen Bildern aussah. Jetzt wieder der TSV Neumarkt. Flanke. Herrlich anzuschauen. War nicht so einfach, wie es aussah. Kontermöglichkeit. Schuss und Tor. 1:1 der Ausgleich durch Patrick Meyer. Keine Chance für Matthew O'Connor, da irgendetwas zu tun. Auch so kann es auf jeden Fall weitergehen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Es steht 1:1 im spannenden Wallersee Derby, bei dem wieder die Gäste am Ball sind. Können sich allerdings wieder in den Neubau. Matthew O'Connor hat mit seinem Schuss kein Problem. Es steht 1:1 nach 45 Minuten. Dann wieder ein neuer Versuch. Wir befinden uns in der zweiten Halbzeit. Der Ball bleibt hinten. Wieder ein neuer Versuch. Die Seiten wurden gewechselt. Aber es bringt nichts ein. Spielstand 1:1. Wieder in Konter. Pass. Wieder ein Angriff des TSV Neumarkt. Und die Neumarkter bleiben am Ball. Geht zunächst ins Out. Gute Parade von der Abwehr. Aber auch da bringt es nichts ein. Und es bleibt fast beim Unentschieden. Jetzt wieder ein neuer Abschlag. Pass. Immer noch die Gastgeber des TSV Neumarkt am Ball. Versuchen es über die linke Seite, aber auch dieses Mal geht der Ball ins Out. Jetzt wieder ein weiter Abschlag von David Schadner. Gute Aktion. Immer noch die Gastgeber am Ball. Neuerlicher Versuch. Wieder ein Versuch. Pass. Der TSV Neumarkt dankt sich durch. Immer noch ein Gastgeber, aber es bringt nichts ein. Und gibt angeblich einen Ball. War aus dieser Perspektive her sehr schwierig zu erkennen. Jetzt wieder der TSV Neumarkt am Ball. Über die rechte Seite. Gastgeber bleiben am Ball. Wieder ein Rückpass. Gute Aktion. Flanke. Schuss. Gegen Tor. Zum 2:1. Herrlich gemacht.
Vogel im Lager der Neumarkt. Ja, natürlich. Groß! Dann wieder eine gute Aktion. Pass. Der SV Kirchen bleibt am Ball. Immer noch der SV Kirchen. Gut aufgepasst. Flanke. Aber der Ball geht am Tor vorbei. Keine wirkliche Gefahr. Und eine Führung der Heimmannschaft. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Gut abgewehrt von David Schadner. Und es bleibt also beim aus Sicht der Gastgeber erfreulichen Endstand von 2:1 im Wallersee Derby.